Auch da an die Weibchen, vielen Dank für eure 500 Eier. Liebe Weibchen, es war mir eine Freude. Hallo, ich bin deine Schmexa und ich bin hier, um dich auf das fantastische Gronkh-Stream-Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf gronkh.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und hör dir später heimlich beim Schlafen zu. Kommen wir zu dem Video, was ich gucken wollte. Ja, jetzt gucke ich auch mal ein Video, das ich gucken will. Die Doku ist aktuell, die ist 11 Tage alt. Zeitpunkt, während ich das gucke, ist diese Doku 11 Tage alt. Das heißt, Invasion der Zikaden, Milliarden Insekten überfallen die USA. Damit sind nicht die Republikaner gemeint, ausnahmsweise mal, was anderes hört man aus den USA gar nicht mehr, sondern es scheint tatsächlich eine Epidemie zu geben. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Alles, was ich aus den USA höre, ist irgendwie nur noch politisch. Deswegen, ich bin gespannt. Warte. Ich drück mal auf Play. Ich mag sie nicht im Gesicht und wenn sie auf mir landen. Die sehen aus, als kämen sie aus dem All. Sie sind laut, groß, eklig und überall. Kann man da nicht irgendwie eine Mauer drum bauen oder so? Vielleicht? Ich hab gehört, das hat ja auch gut funktioniert. Zikadenalarm in den USA. Sogar von Invasion ist die Rede. Was steckt dahinter? Und wie schlimm ist es wirklich? Galileo-Reporter Martin Dunkelmann fährt mit seinem Team in den Bundesstaat Illinois. Hier soll die Zikadenklage besonders schlimm sein. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe so ein bisschen Angst, dass diese Zikaden auch uns als Team überrennen, dass die zwicken. Ich glaube, der Creepypasta-Punch wird mal so aussehen. Ich glaube, oder? So ein bisschen? Weißen, dass die irgendwas machen? Also die Videos auf Instagram sind echt... Was zum Teufel ist das denn? Das Ding ist, die sind nicht auf dem Körper, die wohnen im Körper und sind gerade da rausgebrochen. Krass aus. Die Leute, die kriegen Panik und laufen schreien davon. Ich glaube, die haben das selbst nicht ganz so kommen sehen, die manche von denen hier, dass da so viele von denen aus dem Boden kommen. Nach 221 Jahren kommt es wieder zu diesem Phänomen. Es überlappen sich zwei Zikadenbruten und schlüpfen zur gleichen Zeit im gleichen Gebiet. Holy die eine shit. Brut verbringt 13 Jahre unter der Erde, die andere sogar 17. Das Ergebnis? Milliarden Zikaden. Guck mal, da sieht man... Boah, ich mach das genauso. Ich werde irgendwann 17 Jahre unter der Erde verbringen und dann komme ich einfach wieder. Mal gucken, was dann so los ist. Bisschen aus wie an Halloween hier, ne? Die Menschen, die haben Angst, die packen ihre Bäume ein. Krass. Und dann ist es soweit. Martin trifft auf die ersten Zikaden. Man hört es auf jeden Fall. Also man hört das schon. Ja. Der Sound. Also die kommen der Sache näher, ne? Die hier habe ich gerade aus meiner Hose rausgeholt. Was? Ich habe Fragen. Die krabbelt die mir gerade eben hinten. Was? In meinen Rücken rein. Und in meinen Sphinkter. Kommen alle aus diesen Löchern, die hier auf dem Boden verteilt sind. Oh. Krass. Der Lärm kommt übrigens nur von den männlichen Zikaden. Hier sind echt viele. An diesem Jungen. Oh, ist das laut. Ist das Dezibelmesser? Alter. Das sind teilweise über 80 Dezibel. Das ist Alter. Wie ein Staubsauger. Boah. Mega. Wie laut so ein kleines Ding sein kann, ne? Also in der Gruppe. Mit über 80 Dezibel befinden sich die Zikaden im sehr lauten Bereich der Dezibelskala. Damit sind sie lauter als eine vielbefahrene Hauptstraße oder ein Rasenmäher. Eine Dauerbelastung in diesem Bereich ist schädlich fürs Gehör. In manchen Fällen sollen die Zikaden sogar die 100 Dezibel knacken und sind somit so laut wie ein Helikopter. Martin ist nun mit einem echten... Die sehen jetzt nicht schön aus, aber die sind schon irgendwie süß. Zikadenkenner verabredet. Dr. Gene Kritzky. Hey. Er gilt als Indiana Jones der Zikaden. Das war auch mein erster Eindruck mit dem Hut gerade. Zikadenforschung. Seit 50 Jahren beschäftigt er sich mit den kleinen Tierchen. Das ist ein Männchen. Was du hörst, wird von diesen gemacht. Und wie genau erzeugen die ihren Ton? Die reiben ihre Die haben ein kleines Instrument. Siehst du das Weiße? Das ist das Thymbalorgan. Das sind Muskeln, die nach innen ziehen und dadurch knallen die Rippen. Die knallen mit den Rippen? Optisch sind die beiden Zikadenjahrgänge gleich. Aber im Ruf gibt es Unterschiede. Bei der 17-jährigen Brut klingt es so.
bei der... Das hört sich an wie aus dem Horrorfilm. Ich muss mal kurz zurückspulen. Hörst du dieses... Aber im Ruf gibt es Unterschiede. Bei der 17-jährigen Brut klingt es so. Bei der 13-jährigen so. Die kenne ich. Millionen gleichzeitig rufender Zikaden hören wir aber nur einen durchgängigen Ton. Und warum rufen die? Wollen die damit die Weibchen anlocken? Genau. Ja, sicher. Jetzt gerade hörst du Tausende. Es gibt immer nur einen Grund, warum Männchen sich aufplustern, Männchen laut sind und so weiter. Es gibt immer nur diesen einen Grund. Es sind immer Frauen. Natürlich. Und bei Menschen ist es nicht anders. Aufplustern, laut sein, bla bla bla, alles. Ja, Gucci, Rolex, alles, bla. Männchen sind immer gleich. Guck sie dir einfach an. Gestern erst war ich draußen und habe mit meinen Rippen geklackert. Ich saß im Busch an einem Blatte und habe mit den Rippen geklackert. Und rings um mich rum die ganzen anderen Männer saßen auch im Busch und haben mit den Rippen geklackert. Ja, es hat nicht funktioniert. Und zu Hause hat Pan mir eine geschallert. Aber gut, das, ich wollte es nur mal ausprobieren. Von Ihnen. Bevor die Zikaden an die Oberfläche kommen, warten sie unter der Erde und ernähren sich von den Wurzeln der Bäume. Pro Hektar Wald steigen etwa 1,5 Millionen Zikaden aus dem Boden. Aber warum dauert es bei manchen Zikaden 13 und bei anderen 17 Jahre? What's driving all this? Der Grund dafür ist die letzte Eiszeit. Is the last ice age. Die 13-jährigen Zikaden waren alle südlich des Eisschilds. Zikaden sind Tiere des Klimas. Sie kommen raus, wenn der Boden eine Temperatur von 17 Grad hat. Ah, es geht um die Temperatur, richtig? Genau. Bis heute sorgen die Tiere für viele Fragezeichen. Kommen die immer raus, wenn der Boden die und die Gradzahl hat? Weil wäre dann die Frequenz die nächsten Jahre nicht viel höher, dass die rauskommen? Die Ursprünge des Verhaltens vermutet die Wissenschaft in der Eiszeit. Auch ein Zusammenhang mit dem Schutz vor Fressfeinden gilt als wahrscheinlich. Aber warum sind es genau 13 oder 17 Jahre? Wie zählen die Tierchen die Jahre unter der Erde? Sicher ist, sobald sie die Oberfläche erreichen, paaren sie sich schnellstmöglich. Die Männchen sterben dann direkt. Also in der Natur, ja, bei den Menschen, ich weiß, bei den Menschen, wir reden mal nicht über Geschlechterkampf und so, aber in der Natur ist es eigentlich immer so, dass das Männchen immer die Arschkarte hat. Es muss balzen, ja, es muss laut sein, es muss unfassbar schön sein, es muss einen prächtigen Schweif haben oder tolle Schwanzfedern oder sonst irgendwas, eine schöne Melodei anstimmen oder blüb, 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 blüb oder irgendwas, ja. Und dann wird gebimst und wenn jemand stirbt danach, es ist immer das Männchen. Bei Gottesanbeterin wird immer gerne gegessen, wird immer gerne behauptet, die essen dann den Mann. Aber das stimmt gar nicht. Das wird gerne nur für die Kamera gemacht, weil das machen die eigentlich nur, wenn die sehr unter Stress stehen oder sowas. Oder sehr großen Hunger haben. Aber eigentlich kommt das nicht vor. Aber das Klischee ist da. Aber wenn es was ist, wenn jemand stirbt, dann immer das Männchen. Eine kurze Schweigeminute. Bei Spinnen auch? Okay, ich habe ganz kurz, genau, so, hier. Kann man ja auch mal machen. Danke, dass ihr der Natur so hervorragend gedient habt. Eure Balz war unvergessen. Die Weibchen legen noch bis zu 500 Eier ab und sterben ebenfalls. Oh, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit diesem Turn. Auch da an die Weibchen, vielen Dank für eure 500 Eier. Liebe Weibchen, es war mir eine Freude. Ich habe euch nicht gekannt, aber ihr wart bestimmt sympathisch. Gut abgeeiert erstmal. Pro Weibchen 500 Eier. Das Gefühl habe ich manchmal, wenn ich auf RTL 2 diese gewissen Formate schaue, habe ich auch das Gefühl, pro Weibchen 500 Eier gelegt einfach. Manchmal hat man so den Eindruck, vielleicht ist das subjektiv, eventuell, vielleicht irre ich mich, aber es wirkt oft so.
Riechst du das? Ja, ich wollte gerade fragen, was das ist. Das sind gammelnde Zikaden. Ja, schön. Was? Guck mal am Baum. Ja, ja. Was? Während sie sich zersetzen, gehen die Nährstoffe in die Erde und geben dem Baum einen Nährstoffboost. Okay. Also man kann voll der Genozid einfach. Die Zikaden machen einfach, ich benenne das mal ganz kurz, die machen einfach einen Fick-Genozid. Da kommen Milliarden aus der Erde, Millionen aus der Erde, keine Ahnung, Milliarden steht da ja auch, Milliarden aus der Erde, einfach nur für eine riesige Massenorgie, dann wird richtig abgeeiert einfach, da wird die ganze Welt voll geeiert, weil da, wenn jede bis zu 500 und dann sterben die alle und dann liegt da einfach so ein riesiger Genozid inmitten von Eiern, das ist einfach wow. Sagen, die Zikaden sind sogar gut für die Bäume, ne? Aber das war es noch nicht. Sie geben Nährstoffe an Vögel, Streifenhörnchen, Eichhörnchen, sogar Rehe fressen sie. Heißt, die Jungtiere haben dieses Jahr bessere Chancen zu überleben. Und Proteine, ne? Das sind ja alles Proteine da. Ganz ehrlich, ich warte noch drauf, dass Fitness-Influencer da irgendwie grasen gehen oder so. Und sich vielleicht dabei filmen, als Ernährungstipp, auch wichtig. Trotzdem haben viele Menschen Angst vor den Zikaden. Es gibt sogar Paare, die ihre Hochzeit verschoben haben. Nichts ist romantischer als eine Hochzeit mit Zikaden. Hör dir das an. Es sind Männchen, die für ihr Weibchen singen. Sie singen für die Liebe. 2024 gilt als Super-Zikadenjahr. Vor allem in Teilen des Mittleren Westens und im Osten der USA sind die Tiere zu finden. Aber wie sehr beeinflussen die Zikaden den Alltag wirklich? Weißt du, was krass wäre? Wenn Zikaden aggressive Menschenfresser wären. Ich würde gerne wissen, wie diese Kleinstadt dann aussehen würde. Vielleicht würde ich es nicht wissen wollen. Vielleicht würden die dann weiter wandern, weil es da kein Futter mehr gibt. Dann hätten wir richtig Probleme. Klar ist, wo viele Bäume stehen, gibt es auch viele Zikaden. Martin hört sich auf einem Wochenmarkt um. Mhm. Ich mag sie nicht. Die sind laut, groß, eklig und überall. Sehr laut. Ja, dieser Lärm ist wirklich überall. Nervt dich das oder gewöhnt man sich daran? Nein, es ist wie schönes weißes Rauschen. Ich mag sie nicht im Gesicht und wenn sie auf mir landen, mag ich nicht. Ich mag die Augen. Die sehen aus, als kämen sie aus dem All. Das stimmt. Ganz so dramatisch wie in den News und den Videos auf Social Media ist es für die Bewohner von Illinois als... Weißt du, wie die aussehen? Warte mal. Die sehen aus, als würden irgendwelche Science-Fiction-Autoren wieder versuchen, irgendwelche Space-Fahrzeuge, ja so Raumschiffe, die aber irgendwie so einen biologischen Look haben, nachbauen. Genauso sehen die aus. Wie so Bio-Schiffe. Oh, ist ein lebendes Raumschiff. Ja, Lex, ja, genau sowas. Genau. Ja. Ein lebendes Raumschiff. Aber man kann drin navigieren. Es hat ein Cockpit und irgendwie alles. Ich habe keine Ahnung. Cockpit vielleicht in dem Zusammenhang schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Außer es kämen sie aus dem All. Ganz so dramatisch wie in den News und den Videos auf Social Media ist es für die Bewohner von Illinois also nicht. Mhm. Also bei Zikadeninvasion habe ich irgendwie an Berge von Zikaden am Boden gedacht. Aber ich auch. Es ist ganz anders. Die sind gar nicht am Boden. Da oben, da sind sie drin, in den Bäumen. Der Sound, der hier kommt, das sind die Abermillionen Zikaden, die hier in den Bäumen drin hängen. Das heißt, es ist visuell gar nicht so krass. Es ist eher so auf der Audioebene. Von da oben drückt richtig runter. Was ich gelernt habe, ist, man braucht gar keine Angst zu haben vor den Kleinen hier. Die haben keine Beißwerkzeuge. Das beruhigt mich. Und was ich auch spannend finde, ist, dass selbst Experten wie Professor Krutzky noch nicht alles über die kleinen Zikaden wissen. Zum Beispiel, wie sie eigentlich zählen, dass 17 Jahre vorbei sind. Also woher wissen sie, dass es jetzt 17 Jahre sind? Ganz ehrlich, wenn die Lebensmittelpreise in den USA noch weiter steigen, dann wird die nächste Zikadeninvasion einfach in der Pfanne landen. Als leckere Eiweißsnacks. Oder 15, oder 14, oder 13. Ist ganz spannend, ne? Für die Zikaden geht es zurück an den Baum, um die passende Partnerin zu finden. Wir wünschen viel Erfolg dabei. Und sehen bzw. hören dann den Nachwuchs in 13 oder 17 Jahren.
schon sweet. Mal gucken, ob ich das auch miterlebe. mal gucken. Vielleicht gucken wir dann den nächsten Galileo-Bericht in 17 Jahren. Ich werde extra aus der Erde nochmal heraufsteigen, um das zu gucken. Ich gehöre zu dem 13-Jahres-Zyklus, also geht das schon. Das zeitlich ist das kein Problem. Ja, das war die Invasion der Zikaden. Das neue Video von Creepypasta Punch, genau. Milliarden Insekten überfallen die USA. Vielen Dank, Galileo, dass wir gucken dürfen. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt. Ich dachte auch, die sind da überall auf den Leuten drauf und überall. Aber die gehen, glaube ich, nur auf helle Sachen, ne? Wenn wir das richtig gesehen haben, hier gerade am Anfang war dieses komische Bild. Kriegen wir das hier nochmal? Hier, dieses Bild. Die kriegen Panik. Ich glaube, die gehen mehr so auf helle Sachen. Die haben ja alle sehr helle, sehr Neon-Sachen an, so gelblich, grünlich, bla. Ich glaube, da landen die gerne. Wahrscheinlich auch Signalfarben wie Rot. Deswegen war das bei ihm auch gerade auf dem Hemd oder so. Ich weiß nicht genau. Neonfarben, okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und ich dachte, es hat irgendwie viel mehr Nachteile, dass sie irgendwie die Bäume runterkauen oder die Ernten vernichten und Kinder verschleppen und in der Luft noch abfressen und das Skelett fällt dann wieder runter und so. Alles. Aber meine Fantasie geht manchmal mit mir durch. Naja, das war die Invasion der Zikaden. Ja, bestimmt mal cool, das mitzuerleben. Aber jetzt müssen wir halt nochmal 17 Jahre warten. Ich schicke euch einen Link raus, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir gucken bestimmt mal wieder was von Galileo. Danke fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss. We'll be right back.